Hallo, mein Name ist Chris Strobel und in diesem Video zeige ich euch, wie man einen A/B-Test in Bubble selbst entwickeln kann. Wir legen direkt los, indem wir eine Gruppe erstellen. Hintergrundfarbe machen wir blau, zentrieren das horizontal, machen das Ganze etwas größer, geben der Gruppe eine Maximalbreite von 100. Und fügen einmal einen Text hinzu in die Mitte. Darunter einen Text. Unter lorem-ipsum.de können wir uns einen Beispieltext einfügen lassen, kopieren das Ganze, fügen ihn ein und darunter noch einen Button. Das ist nun unsere erste Gruppe. Diese genau gleiche Gruppe kopieren wir einmal und haben jetzt Gruppe B und ändern dort den Text, Landingpage B. Wir ändern die Hintergrundfarbe in Rot, um es zu erkennen. Natürlich ist in echt euer A/B-Test nicht so auffällig unterschiedlich, aber um das zu ändern, wir ändern auch den Text, etwas die Größe. Und auch hier die Font Color. Somit haben wir jetzt, ihr könnt das im Element Tree sehen, zwei Gruppen. Einmal die Gruppe A, blau, und einmal die Gruppe B. Diese beiden Gruppen nun wollen wir in eine große Gruppe zusammenfügen. Diese große Gruppe ist nun beispielhaft die Gruppe Landingpage. Das heißt, ihr könnt eure ganze Seite, wenn ihr diesen A/B-Test macht, später auf eine große Gruppe packen. Ich habe das jetzt beispielhaft nur auf diesen Bereich gemacht. Achtet darauf, dass die Pixel genau übereinander liegen. Und jetzt sorgen wir dafür, dass beide Gruppen nicht sichtbar sind, wenn die Seite geladen wird. Und anschließend erstellen wir ein neues Datenbankobjekt. Wir gehen in Data, erstellen nun hier den Type A/B-Test. Und unser erstes Feld ist der Name, also wie identifiziert sich das Ganze, sein Type Text. Das zweite sind die Seitenaufrufe dieses Tests, seine Zahl. Und der dritte ist, wir haben ja den Button, wie viele Klicks hat dieser Call to Action, CTA, ist auch eine Zahl. Wir gehen jetzt in App Data, All A/B Tests und erstellen einmal den Namen. Und bei Klicks und bei Seitenaufruf beide jeweils 0. Anschließend der zweite Experiment 2 auch 0, 0. Als nächstes gehen wir zurück in Design Tab und wir wählen die große Landingpage aus, Group Landingpage. Dort ist der Type of Content nun ein A/B-Test. Die Data Source lassen wir jetzt im Moment leer. Bei Gruppe A machen wir Data Source, Parent Groups A/B-Test und legen ein Conditional fest, wenn Parent Groups A/B-Test A/B-Name ist Experiment 1, dann ist dieses Element sichtbar. Wählt auch die Checkbox. Wie ihr seht, hat sich der Name geändert. Wir können es noch besser umbenennen in Experiment 1. Und bei Gruppe B, also Experiment 2, machen wir wieder Parent Groups Test, lassen Bubble den Type festlegen und sagen, wenn
Parent Groups Test, AB-Name ist Experiment 2. Dann ist dieses Element sichtbar. Anschließend gehen wir in den Workflow. Wir gehen auf General, Pages Loaded, Element Action Display Data in a Group. Wir nehmen die Group Landing Page und Data to Display ist Do a Search for AB Test und wir nehmen hier das Random Item, also ein Random Item aus unserer Liste und wir klicken nochmal drauf und sagen Sort by Random Sorting. Das heißt, jetzt wird diese übergeordnete Gruppe, also die Landingpage-Gruppe, was sich auf die ganze Seite erstrecken kann, wird nun randomly von, also zufällig von einem unserer App-Data Experiment 1 oder 2 befüllt. Als nächstes wollen wir auch die Seitenaufrufe ändern. Das heißt, make changes to a thing, nämlich Group Landing Pages A/B Test. Und dort ändern wir Seitenaufrufe ist this A/B Test Seitenaufrufe plus 1. Das heißt, immer wenn ein neuer Seitenaufruf passiert, ändert sich das um einen. Das gleiche machen wir nun bei den Buttons. Wir nehmen das Experiment 1, Start Edit Workflow, Make Change to Thing, Parent Groups AB Test, CTA Clicks, This AB Test CTA Clicks, plus 1 und das gleiche bei Experiment 2. Data, make change to thing. Plus 1. Final können wir auch den Page-Titel ändern. Das heißt, anstatt die Bubble-App selbst können wir ein Dynamic, nämlich Group Landing Page AB Test AB Name als Titel nehmen. Wenn wir jetzt auf Preview gehen, sehen wir einmal die Landing Page A mit dem Experiment 1. Wir klicken auf den Call to Action. Wir refreshen die Seite, sehen Landing Page 2, klicken ebenfalls und refreshen nochmal die Seite, sehen Landing Page 1. Zufällig noch einmal Landing Page 2, nochmal Experiment 1, Landing Page 1. Klicken nochmal drauf und wenn wir jetzt in die Daten gehen, Refresh Data, dann sehen wir jetzt, wie wir unsere eigenen Analytics haben und sehen, wie eben auch das Verhältnis aus Klicks und Seitenaufrufen bei unseren A/B-Tests ist. Dieses Modell der A/B-Tests könnt ihr natürlich wunderbar noch unterschiedlich ausgestalten, ob das nun Buttons sind oder mehr Szenarien oder mehr Experimente. Aber ich denke, gerade für den Anfang zeigt es euch wieder einmal, was alles mit Bubble möglich ist und wie ihr Bubble bestmöglich für eure Bedürfnisse anpassen könnt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald!